Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Cacherreisen. Habt ihr euch schon mal mit dem Gedanken beschäftigt, selber einen Geocache zu verstecken? Das vielleicht zu einem spezifischen, konkreten Thema. Wie sowas gemacht werden kann, wie ein Thema in Geocaches umgesetzt werden kann, das zeigt euch das heutige Video anhand eines konkreten Themas, nämlich der Sustainable Development Goals, Nachhaltigkeitsziele, denen sich ganz viele deutsche Städte und Kommunen verpflichtet haben. Und wie diese als Geocaches umgesetzt wurden, das zeigen euch Kalisa, die dazu in Hannover unterwegs gewesen sind und einige der Geocaches ausprobiert haben. Also schaut es euch an, lasst euch inspirieren und bleibt dran. Bis gleich. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Nachhaltigkeitsziel Nummer 1 und dort geht es darum, dass man die Armut überall bekämpft. Boom, tschakka! Das war ganz geil. Das war richtig nice und du darfst jetzt die Schreibarbeit einmal erledigen. Geil. Mega gut. Hi! Energy! Oh, Photovoltaik haben wir hier. Und wir haben hier eine LED-Leiste. Und weißt du, was wir haben? Wir haben Sonne. Wir haben auch tatsächlich... Gott sei Dank. Klärchen ist am Start. Wie man hier sieht, hier geht es um den Müll, der in den Meeren leider immer mehr vorhanden ist. Und das soll dieser Cache hier symbolisieren. Und Elisa, die versucht hier den Müll noch weiter aus den Meeren hinaus zu fischen. Ich will ihn rausfischen. Hilf mir. Okay, komm. Hilf mir raus. Ich habe ihn. Warte, warte. Ja, ein Autoreifen. Haben wir auch. So, Kai liest hier schon einmal fleißig die Beschreibung, während ich hier schon am Ziel Nummer 11, und zwar lebenswerte Städte und Gemeinden gestalten, stehe. Und hierbei geht es eigentlich darum, dass man den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum und einer Grundversorgung sicherstellt und halt auch Städte, Siedlungen und sowas widerstandsfähig und auch nachhaltig gestaltet. So. Ja, und in jedem Cache stehen hier auch immer so nützliche Tipps und hier ist ganz interessant, dass hier steht, Online-Bestellungen sind zwar praktisch, klar kann ja jeder natürlich für sich sprechen und die Online-Bestellungen, die erhöhen aber auch den Lieferverkehr und somit die CO2-Belastung und knapp 30% der ganzen bestellten Ware werden einfach wieder zurückgeliefert und ja, landen dann häufig ungebraucht auf dem Müll und ja, werden dann eigentlich gar nicht gebraucht. Hey, nice! Hier dürfen wir jetzt als Arzt tätig werden, oder was? Ja, jetzt werden wir uns hier erstmal den Herzschlag von dem kleinen Kind hier anhören. Ja, schaut so aus. Und dann kommen wir vielleicht an den Code. Das ist aber schön umgesetzt, cool. Ne? So ihr Lieben, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in einige der 17 Nachhaltigkeitsziele erhalten. Die Caches sind wirklich schön umgesetzt und die Ziele sind wirklich wichtig. Und das ist eine gute Transportmöglichkeit, das absolut. Auch mal über Caches zu machen. Schön, dieses Thema über Caches zu transportieren. Ja. Und ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.